Ich erzähle euch jetzt was über die vier unterschiedlichen Luchsarten. Da gibt es also den Rotluchs, in den USA auch Bobcat genannt. Er ist verbreitet von Mexiko über die USA bis ins südliche Kanada und ist die kleinste Art des Luchses. Dann gibt es den kanadischen Luchs. Er ist verbreitet in den nördlichen USA und in den weiten Teilen Kanadas. Dann gibt es den iberischen Luchs, der auf der iberischen Halbinsel, also Spanien und Portugal, heimisch ist. Ist leider vom Aussterben bedroht, weil die Menschen mal wieder keinen Respekt vor der Natur hatten. So ein scheißer Bauch. Aber glücklicherweise ist die Population wieder angestiegen. Und dann gibt es den eurasischen Luchs, der von Westeuropa bis an die russische Ostküste beheimatet ist. Er ist die größte Luchsart der Welt. Ich wohne in Österreich, was im Verbreitungsgebiet des eurasischen Luchses liegt. Und darauf bin ich sehr stolz, denn der Luchs ist ein Aushängeschild meiner Heimat, ein wichtiges Symbol. Ich hoffe, ihr habt dadurch ein bisschen was gelernt. Euer knuffiger Benjamin.